Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Beraterkanal zur Unternehmensbesteuerung. Mein Name ist Stefan Mücke. Wenn es um die Lohnsteuer geht, kennen wir 6 verschiedene Steuerklassen. Die Frage, welche Steuerklasse ist für mich die richtige? Wenn Arbeitslohn an die Mitarbeiter ausgezahlt wird, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, Lohnsteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Die Höhe der Lohnsteuer, die einzubehalten ist, wird maßgebend bestimmt durch die Steuerklasse. Wir kennen 6 verschiedene Steuerklassen. Die Steuerklassen unterscheiden sich dahingehend, dass in den Steuerklassen bzw. nachfolgenden Lohnsteuertabellen unterschiedliche Frei- und Pauschbeträge eingearbeitet sind. Schauen wir uns die 6 verschiedenen Steuerklassen jetzt einmal an. Zur Steuerklasse 1 gehören ledige Personen, verwitwete Personen und geschiedene Personen. Zur Steuerklasse 1 gehören auch Ehegatten, die getrennt leben. Steuerklasse 2 sind die gleichen Personen wie in Steuerklasse 1, nur zu dem Haushalt gehört ein Kind. Weitere Voraussetzung zur Steuerklasse 2 ist, dass in der Haushaltsgemeinschaft keine weitere volljährige Person dazugehört. Überspringen wir einmal die Steuerklassen 3, 4 und 5 und schauen uns die Steuerklasse 6 an. Die Steuerklasse 6 ist immer dann maßgebend, wenn der Steuerpflichtige zeitgleich von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezieht. Die Steuerklassen 1, 2 und 6, die wir eben gehört haben, die sind in der Praxis unproblematisch. Hier gibt es kein Wahlrecht, sondern die Steuerklasse folgt einfach dem tatsächlichen Sachverhalt. Bei Ehegatten sieht es anders aus. Heiraten 2 Personen, die bisher in der Steuerklasse 1 geführt werden, dann erhalten beide Ehegatten automatisch die Steuerklasse 4. Die Steuerklasse 4 ist absolut identisch mit der Steuerklasse 1. Hier ergeben sich also keinerlei Abweichungen. Die Lohnsteuer nach der Heirat und vor der Heirat ist absolut identisch. Aber auf Antrag der Ehegatten können diese Ehegatten abweichend von der Steuerklasse 4.4 das Steuerklassenpaar 3 und 5 wählen. Mit der Wahlmöglichkeit, das Steuerklassenpaar 3 und 5 zu nutzen, beginnt in der Praxis das Problem bzw. die Frage, welche Steuerklasse soll gewählt werden. Meine Empfehlung an die Ehegatten ist es, die Steuerklassen 4 zu verwenden. In diesem Fall zahlt jeder Ehegatte die Lohnsteuer entsprechend seinem Verdienst. Haben wir eine Ehegattengemeinschaft, bei dem ein Ehegatte kein Einkünfte erzielt oder kein Arbeitslohn erzielt, dann wählen wir die Steuerklassenkombination oder die Steuerklassengruppe 3 und 5. Der Alleinverdiener erhält die Steuerklasse 3, der Nichtverdiener automatisch die Steuerklasse 5. Sind beide Ehegatten berufstätig, wird häufig, wie gesagt, nicht meine Empfehlung, auch die Steuerklassenkombination 3 und 5 gewählt. In der Praxis wählt der höher verdienende Ehegatte die Steuerklasse 3, der weniger verdienende Ehegatte die Steuerklasse 5. In diesem Fall haben sie unterjährig tatsächlich eine niedrigere Steuerbelastung. Sie zahlen also monatlich weniger Steuer, wie wenn sie die Steuerklassenkombination 4 gewählt hätten. Aber bei der Steuerklassenkombination 3 und 5 sind Sie immer verpflichtet, am Jahresende eine Steuererklärung abzugeben. Und Sie werden sehen, im Regelfall müssen diese Ehegatten im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung eine Nachzahlung an das Finanzamt leisten. Und das ist auch genau der Grund, wieso in der Steuerklassenkombination 3 und 5 eine Verpflichtung existiert, eine Steuererklärung abzugeben. Bei der Steuerklasse 4 gibt es keine solche Verpflichtung. Wer also keine Schulden mag, der wählt auch nicht die Steuerklassenkombination 3 und 5, sondern der bleibt bei der Steuerklasse 4. Von meiner Empfehlung, die Steuerklasse 4 zu verwenden, machen wir nur dann eine Ausnahme, wenn es darum geht, einem Ehegatten bewusst ein höheres Nettogehalt zu ermöglichen. Das ist immer dann von Vorteil,
wenn es um Lohnersatzleistungen geht, Bezug von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder wenn Elterngeld zu erwarten ist. In diesem Fall geben wir dem Ehegatten die Steuerklasse 3, dessen Nettogehalt erhöht werden soll, und der andere Ehegatte bekommt damit automatisch Steuerklasse 5. In diesem Fall ignorieren wir sogar, wer der höher verdienende Ehegatte ist. Denn mit der Einkommensteuererklärung, zu der wir ja verpflichtet sind bei der Steuerklassenkombination 3 und 5, wird die Einkommensteuer losgelöst von der Steuerklassenwahl festgesetzt und die einbehaltenen Steuerbeträge werden angerechnet. Das heißt, in diesem Fall erwarten wir sogar eine Erstattung vom Finanzamt. Ergebnis ist, wir haben unterjährig zwar zu viel Lohnsteuer gezahlt, bekommen die zu viel gezahlte Lohnsteuer aber im Rahmen der Einkommensteuererklärung zurück. Und das höhere Nettoentgelt durch die Steuerklassenwahl 3 dient dazu, später höhere Lohnersatzleistung, höheres Krankengeld, höheres Arbeitslosengeld oder höheres Elterngeld zu realisieren. Ein Hinweis noch, die Steuerklassenwahl spielt auch aktuell eine Rolle, wenn es darum geht, wenn ein Ehegatte Kurzarbeitergeld bezieht. Auch dann muss die Steuerklassenwahl genau geprüft werden. Wollen Sie als Arbeitgeber Ihre Arbeitnehmer zu Lohnsteuerklassen fragen oder zu anderen Lohnsteuerthemen beraten lassen, dann rufen Sie unsere Fachabteilung Lohn und Gehalt an. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Besprechungstermin. Für heute bedanke ich mich wieder für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.